Elektrogeist, Wasser. Gut, Schwächen hätte es, aber trotzdem, das Ding hat drei Typen, das kannst nicht bringen. Das verstehe ich jetzt wieder schon, dass sie keine drei Typen bringen, weil das wäre doch schon sehr. Schon, aber ich fände es einfach in Rotoms Sinne sinnvoller. Lässt sich jetzt drüber streiten, aber das glaube ich wäre einfach zu heftig. Oh ja, okay, du hast recht, aber es ist einfach so meine Ansicht. Ja, über Selfie, Vesprit und Turbuts haben wir geredet. Ja, auf jeden Fall. Selfie? Ja, ich liebe Turbuts. Turbuts hat ein mega geiles Design. Ja, Turbuts hat auch ein mega geiles Moveset. Oh, kannst wirklich viel cooles Zeugs. Sondersensor, Seher und Konfusion sind seine einzigsten drei Steps. Ja, aber das Ding kann so unglaublich viele TMs lernen. Aus allen möglichen. Oh ja, das stimmt. Du hast so viele Kombinationen, die du mit Turbuts machen kannst. Und sein Spezialangriff ist auch nicht gerade der schlechteste. Ja, warte mal, ich will mal gucken, auf welcher Rangliste er ist im Spezialangriff. Wo waren doch die Sachen? Angriff, Spezialangriff. Jetzt ist der Link wieder weg, ey. Oh, ey. Naja, egal. Okay, dann, Dialga Palkia. Was war dein Liebling? Palkia. Oh, endlich jemanden, den ich finde. Alle fanden Dialga besser, aber ich fand Palkia einfach geil. Ich konnte mit Dialga gar nichts anfangen, schon allein deshalb, wie es wie Arceus nur ohne seinen Ring aussieht. Was ich designtechnisch Kai nicht wirklich eine Meisterleistung finde. Ja. Es ist einfach so, keine Ahnung. Ich konnte mit einfach überhaupt nichts anfangen. Ich fand es pottenhässlich und keine Ahnung. Palkia, da fand ich den Namen pottenhässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's einfach Pearl genannt. Pearl genannt. Für mich hieß es Pearl. Mhm. Meins hieß Raummeister. Nicht Hausmeister. Ja, zusammen. Nein, Raummeister. Mit einem M geschrieben, weil es also zu viele Buchstaben geworden wären sonst. Oder Raummeister. Raummeister, ja. Es war mit zwei M gedacht, aber das zweite M war zu viel. Ich neige immer dazu, wenn ich einen Spitznamen für ein Pokémon habe, dann muss ich den einfach durchgesetzt kriegen, egal wie viele Buchstaben es geht. Und das geht dann meistens ein bisschen zu Ungunsten der Grammatik. Mein Ho-Oh, mein normales Ho-Oh, nicht das Shiny, heißt auch Sonnenstrahl ohne H mit nur einem N. Also Sonnenstrahl. Sonnenstrahl, genau. Ohne H und mit nur einem N, weil das Sonnenstrahl hatte ich gestern beim Pinkeln. Sonnenstrahl. Okay. Ja. Heatran, das hatten wir schon. Regigigas hatten wir auch. Mhm. Giratina hat mich so abgefrackt. Ich hatte sowas keinen Bock auf das Scheiß wie in der normalen Generation. Aber was sie im Platin einfach aus ihm gemacht haben. Das stimmt, ja. Das große, böse, dunkle Viech, das Zyros in die Zerrwelt zieht. Die Szene finde ich sowieso für ein Pokémon-Spiel ziemlich heftig. Und keine Ahnung. Es ist einfach krass, Alter. Also diese Story dahinter, einfach mal in die Zerrwelt, das ist einfach krank. Was verkörpert... Hört man gerade im Hintergrund, dass meine Katze sich übergibt? Ich hoffe nicht. Wie ist es eigentlich bei ihm, was vertritt er? Ich meine, Palkia den Raum, Dialga die Zeit und er die Verzerrung. Die Giratina Antimaterie. Stimmt. Hast du letztens auch schon mal gesagt zu mir? Ja, ja, hab ich dir schon mal gesagt. Ja, genauso wie ich dir. Giratina ist von den dreien auf jeden Fall mein Favorite. Und ich mag's auch lieber als Arceus. Ich mag zwar Arceus auch total gern, aber Giratina ist einfach... Immer so, nur Giratina der Zerrwelt episch. Anders nicht. Finde ich jetzt gar nicht unbedingt. Ich finde auch, die Wandelform hat was. Und die Zerrweltform heißt übrigens Urform. Okay, ja. Dann die Urform von Giratina. Wir wollen ja politisch korrekt sein. Ja, Cresselia, haben wir auch alles Wissenswertes rüber erzählt. Weltmeister und so. Muss man nicht groß drauf eingehen. Das Ding ist ein heftiger Tank. Ein heftiger Staller. Dann Fiono und Manaphy. Verteilt wie ohne Ende. Boah. Ja, muss man nicht viel dazu sagen. Dann Darkrai. Darkrai fand ich vom Design her mega geil und auch die Idee. Ja. Darkrai ist super. Schläft alle ein, fickt alle im Traum und bammt sie weg.
Und jetzt könnte ich schon wieder was sagen, was hart. Ich nicht sagen kann, weil du anwesend bist. So was? Was? Spiel doch jetzt endlich Himmel durch, Mensch. Die 5 Minuten sind schon lange rum. Leid. Ich will über Darkrai reden. Achso, das kommt auch vor. Davon freue ich mich noch mehr. Darkrai gehört auch zu meinen Darkrai Favoriten. Fand ich cool. Unter den Pokémon. Ich muss, wenn ich gerade so drüber nachdenke, verdammt viele meiner Lieblings-Pokémon kommen aus der 4. Generation. Und ich finde es einfach cool, die Neumondinsel, wo man ja hier Dings darf, Chrissea ist ja auf der Vollmondinsel. Und die wird doch dann zur Neumondinsel, genau. Oder nicht? Oder? Nein, das sind zwei verschiedene Inseln. Die liegen direkt nebeneinander. Ja, okay, weil, wer ist jetzt? Darkrai? Die Insel kann man ja noch nicht sehen, sozusagen. Die taucht daneben einfach auf. Genau, in die träumt man sich im Grunde nur hinein. Dadurch, dass man ja durch das Event kriegt man ja diesen Zimmerschlüssel und da geht man dann dieses unbewohnte Hotel, wo der Geist ist, der einen dann hypnotisiert und zu Darkrai schickt. Ah, okay. Ja, sowas. Weil man legt sich ja da in das Bett und ist dann plötzlich auf der Neumondinsel. Halt. Aber ich kann sagen, Darkrai hatte auch sowas, irgendwie sowas von hier, von Kefka, finde ich. Final Fantasy Kefka. Ich finde, er war irgendwie so undesigned, irgendwie so an dem, finde ich. Oder er hatte so dieses Harlequin-artiges, dieses Darkrai. Genau, er hat mich immer irgendwie daran so erinnert. Das finde ich gut, also dass jemand Darkrai als Harlequin-artig bezeichnet hat. Nein, er war so vom Design her überall diese Zipfel und alles, klar. Es ist die Verkörperung eines Albtraumes, würde ich jetzt einfach mal sagen. Von Darkrai würde ich mir echt eine Megaform wünschen. Oh, weißt du, wie okay das wäre? Es hat ja auch diesen Kranz um den Hals, der so ein bisschen aussieht wie Zähne. Wenn man da noch irgendwas macht, das oben das irgendwie geschlossen ist, das stelle ich mir schon episch vor. Und Darkrai, sage ich mal, könnte man schon so richtig gruselig darstellen. Es ist der Herrscher der Albträume, da darf es ruhig ein bisschen schaurig aussehen. Wie ist Darkrai eigentlich entstanden? Also ganz normal oder? Da glaube ich, gibt es keine spezielle Story. Weil, wie gesagt, Krüppuk ist 105 Geister, so böse. Krüppuk ist 105 verbannte Geister, weil Darkrai ist ja auch nicht zwingend böse. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Darkrai, ich bin über alles und jeden Albträume, ja, ich bin nicht böse. Ja, wer sagt denn, dass das mit Absicht tut? Wenn man so, Darkrai kommt in verdammt vielen, Darkrai kommt zum einen in vielen Spielen vor, Darkrai kommt aber zum anderen auch im Anime und auch in den Filmen ja teilweise vor. Und es ist jetzt grundsätzlich nicht als böse zu bezeichnen. Es gibt böse Darkrais, es gibt aber auch wirklich gute Darkrais. Oder sagen wir mal, neutrale Darkrais, die jetzt weder böse sind, noch die halt einfach eine neutrale Gesinnung haben. Auch wenn es der Herrscher der Albträume ist, macht es das nicht grundsätzlich gleich zum Bad Player. Meine Augen schon. Du bist so, du hältst Cresselia wahrscheinlich dann auch für absolut gut und unverdorben. Da siehst du es. Darkrai hasst Cresselia auch und schon. Ja, ich liebe ja auch Darkrai. Habe ich jemals gesagt, dass ich Darkrai nicht mag? Für mich ist es bloß böse. Aber es ist, wenn du die ganzen Spiele mit Darkrai gespielt hättest, dann würdest du mehr. Ja, wohl. Ein Beispiel gibt's, da ist Darkrai schon ziemlich. In welchem böse. Spiel? Himmel? Zirp, zirp. Was ist jetzt zirp, los? Zirp, zirp, zirp. Hallo? Zirp, zirp, zirp. Es zirpen die Grillen. Weil ich versuche, dich also nicht zu spoilern. Aber es ist schon geschehen. Ja. Im Himmel ist Darkrai absolut böse und verdorben. Siehst du? Meine ersten Erfahrungen mit Darkrai werden böse sein. Okay, meine ersten Erfahrungen ist ein Darkrai mit Raumschlag und all so ein Scheiß. Ja, siehst du. Das hat dir doch gute Dienste erwiesen. Ich hab's nicht einmal benutzt. Du machst es gerade echt schwierig, Darkrai in einem guten Licht darzustellen. So. Wohin genau? Ganz genau. Ich muss nebenbei so ein bisschen aufräumen, ne? Deswegen klappert es hier so ein bisschen.
Okay. Weil sonst kann ich... Ja, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir ja eigentlich nur noch Shaymin und Arceus. Ja, Arceus haben wir auch, glaube ich, uns oft genug geäußert. Ja. Den Film zu Shaymin fand ich jetzt... Ja gut, das war gleichzeitig auch der Film mit Giratina, aber ich muss sagen, so gern ich Giratina mag, ich bin jetzt kein Fan des Films und ich habe nie verstanden, warum die Zenitform Zenitform heißt. Okay. Ja, weil ich meine, das Ding verwandelt sich in so ein hirschartiges Viech, kann plötzlich fliegen und das ist die Zenitform. Krasser Scheiß, Alter. Tja, was Nintendo sich dabei gedacht hat, Zenit. Alter. Wahrscheinlich wieder mal nichts. Ich meine, es ist ein Igel, der zu einem Hirsch wird, wenn er an der Blume riecht. Ich bin auf Drogen. Genau so ist es doch. Ich kann fliegen. Ja, genau so. Ja. Also das jetzt nur mal zu meiner Meinung zu Shaymin. Ich finde die Igelform sehr niedlich, aber ich kapiere die Zenitform nicht. Alter, die will nur fliegen, Alter. Mehr Sinn hat sie nicht. Ja. Das war bestimmt so, Alter, ich hab Stoff dabei. Wir müssen ein neues Pokémon rausbringen. Alter, die Zenitform, Alter. Der Stoff geht ab. Mann, voll mit der Grace Deer. Junge, lass uns fliegen lernen. Hui. Ja. Oh Gott. Ja, es ist spät. Du, sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Morgen gibt's dazu eine Creepypasta. Morgen, wenn wir... Okay. Morgen nach dem Tag, nachdem dieses Video rausgekommen ist. Also irgendwann in ein paar Wochen. Also ich sag mal so, die Creepypasta kommt dann wahrscheinlich von dir. Ich bin schlecht im Creepypastas schreiben. Was sagst du mir jetzt? Das sag ich welche Plane du schreiben sollst. Ich soll... Ich sollte Creepypasta... Ach stimmt, da war Mal. Aua. Ich habe nie behauptet, dass ich Creepypasta schreiben kann. Du hast mich einfach so verpflichtet. Hoffentlich als Beta-Tester? Ja, genau. Mit dem Unterschied, dass für mich Beta-Tester in Pokémon Ancient zu sein ja wohl eine Ehre ist. Ach ja, und für den schönen Necrox und seiner geilen Stimme eine Creepypasta zu schreiben überhaupt nicht. Du hast dir die Frage doch gerade selbst beantwortet. Ja. So, vierte Gen. Vierte Gen, was kann man dazu sagen? Haben wir noch was? Bisher so ein Ranking. Welche Gen würdest du bisher als beste empfehlen? Die fünfte. Wirklich? Ja, Schwarz 2, Schwarz und Weiß 2 sind überragend. Die Schwarz und Weiß 1 jetzt nicht so, aber Schwarz und Weiß 1 finde ich Schwarz überragend. Schwarz und 1 Weiß nicht so, aber Schwarz und Weiß 1 finde ich überragend. Oh, sorry. Also Schwarz und Schwarz 1, Schwarz und Weiß. Es ist so spät. Schwarz und Weiß 1 sind jetzt nicht so dolle, aber Schwarz und Weiß 2 sind super. Also meine absolute Lieblingseditionen sind ja Heart Gold und Soul Silver. Wenn man jetzt nach der normalen Reihe geht, dann würde ich sagen Schwarz und Weiß 2. Ja, auf jeden Fall was gemeinsam. Es sind auch meine Lieblingseditionen. Mhm. Es sind einfach mal wieder Editionen, wo man viel Freiheit hat, was ich in Schwarz und Weiß 1 sehr vermisst habe. Da war man echt eigentlich, man konnte die halbe erkunden, also die halbe Welt erst erkunden, wenn man einmal die Liga durch hatte. Das hat mich sehr angekotzt. Ja. Das geht mir ähnlich. Und damit haben wir auch die perfekte Überleitung ja, gleich gefunden. Gern. Aua. Ja. Ich tu mir weh. Du tust dir weh. Schmeiß nicht deine ganzen Yu-Gi-Oh-Karten wieder auf den Boden. Meine Deckbox ist nur runtergefallen. Die kann ich so aufheben. Ach so. Nein, ich habe so ein richtig kaputtes altes Bettgestell. Da muss ich die Latten immer zu so einem schönen, stabilen Muster formen. Ja, und jetzt habe ich mir so ein schönes Kreuz gemacht. Ich glaube, ich mache irgendwann mal Necrox Muster des Bettgestells irgendwie auf YouTube. Halleluja, Halleluja. Nicht so ein Kreuz. So ein X-Kreuz, so. Was man so als Finde den Schatzkreuz versteht. Ach so. Do what you want to the pirate is. Do what you want to the pirate is free. You are a pirate. Ich habe das Gefühl, du wirst auch langsam müde. Weil du auch anfängst, den du verarschst, blablabla.
Also, fünfte Generation. Victini. Was kann man dazu sagen? Mega geile Victini. Idee, einfach vor den Starter noch eine 0 einzufügen.